Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich bin André von Wir wollen bleiben und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, auf diesem Weg eine ganz wichtige Information an euch nach draußen zu bringen. Morgen am Dienstag, den 2. Juli 2024, wird sich unser Mitstreiter und Mitkämpfer Uwe Fischer am Amtsgericht in Greifswald verantworten müssen. Der Tatvorwurf lautet hier Volksverhetzung. Uwe ist bekannt in unserer ganzen Community als wirklicher Antifaschist, als Organisator der vielen, vielen Montagsdemos in Greifswald, der vielen Mahnwachen in Greifswald. Und wer ihn wirklich mal persönlich kennenlernen durfte, der weiß, dass es ein absoluter Herzensmensch ist. Ja, wir als Wir wollen bleiben haben ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt. Haben jetzt auf den letzten Metern tatsächlich noch einen Anwalt gefunden, der ihn dort vertreten wird und der unsere Ansichten vollumfänglich vertritt. Die Tatvorwürfe gegen Uwe sind absolut haltlos. Es ist ein absoluter Skandal, was da gelaufen ist bisher. Aber dazu vielleicht später. Wir möchten euch deswegen inständig bitten, morgen zahlreich im Amtsgericht in Greifswald zu erscheinen, um Uwe zu zeigen, dass er nicht alleine ist, dass wir alle zusammenstehen. Auch gerade in solchen schwierigen Zeiten und vor allem dann, wenn jemand hier unschuldig verurteilt werden soll oder ein politischer Prozess vom Zaun gebrochen werden soll. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen sehen. In diesem Sinne beste Grüße von Wir wollen bleiben. Unsere Zielgruppe ist der Mensch.